Gut, mitnehmen zum Raid nehmen wir dann natürlich die einmal weibliche Version und die männliche. Halt, was für ein Sattel hat der? 79, 67, 78, okay. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hamster spielt Solo Arc. Ich muss heute Intro kurz halten, weil keine Zeit und so. Deswegen, viel Spaß. Nur noch zur Info, wie schon erwähnt, bin ich morgen auf der Cactus-Messe. Auch zusammen mit Isa und, glaube ich, noch ein paar anderen Leuten. Mal gucken, wer da alles kommt. Würde mich freuen, wenn wir einige von euch dort sehen. Wenn nicht, dann halt nicht oder so. Ich werde es sowieso aufnehmen und hochladen, dann so einen kleinen Vlog machen, weil ich ja so ein krasser Blogger bin. Ja, und heute kommt das Finale der Ink-Serie. Tut mir leid, wegen letzter Woche, wegen den ganzen Terminen und so weiter. Ich hatte echt viel zu um die Ohren, deswegen mal gucken. Deswegen sorry schon mal an der Stelle. Und ab sofort werden wahrscheinlich nicht mehr 3 Videos die Woche, sondern nur noch 2 kommen. Einfach liegt daran, dass ich zeitlich aktuell mega eingeschränkt bin. Wenn ich aber noch ein drittes Video rauskann die Woche, dann kommt ihr es einfach, also dann bekommt ihr es einfach. Ich hau's dann irgendwann raus. Aber regulär sind erstmal nur noch 2 Videos geplant. Ist trotzdem, ne, sonst ändert sich nichts, alles bleibt gleich, ne, nur von 3 auf 2 Videos. Ist ein bisschen scheiße aktuell, so ist es aber. Ich hoffe, das ist nicht allzu tragisch. Umso mehr kann man sich dann natürlich auf die 2 besonderen Folgen freuen in der Woche. Die Folgen werden immer dienstags und freitags kommen, das heißt, jeden Dienstag, jeden Freitag gibt es eine neue Folge, Hamster spielt irgendwas auf YouTube. Ja, und wie gesagt, eventuell ein drittes Video die Woche, das sehen wir dann aber, wenn es soweit ist. So, jetzt aber, viel Spaß mit der Folge, legen wir los und let's go. Was ist das denn hier? Warum ist denn hier überall Nebel? Du, was soll denn der Kack? Ich sehe doch so nix. Bro, ich sehe hier nix. Ist sogar schon ein World Border, das muss doch hier irgendwo sein. Ist schon vorbeigeflogen oder was? Verdammt. Naja, da. Guck mal an hier. Oh shit, der hat aber weiter ausgebaut. Der Drecksack. Ich kratz ab hier. Oh, der hat sogar Tech. Das kannst du keinem erzählen. Ehrlich jetzt. Oh nö. Das war so nicht abgesprochen, Keule. Ja, fuck. Was mache ich denn jetzt? Ich kann den ja nicht. Also, ne? Ich muss mal irgendwie landen. Wyvern, kannst du mal bitte keine Faxen machen und mal hier kurz eine Pause einlegen? Geht das? Jo, danke dir. 20 Stück, das sollte passen. Hol mir mal noch Hatch Ceilings, 10 Stück in meinem Inventar. Gut. Oh mein Gott, Digga. Helena, du Stück Scheiße. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte gerade, wer redet mit mir? Auf einmal labert die Tante. Was ist denn das gewesen? Making your first shelter. Shelena, ja moin. Genau. Shelena, halt die Fresse, danke. Oh Mann. Schon wieder für einen Scheiße laber, das gibt's nicht. Travel to another server, Center 2. Ab geht's. So, unser Bett steht noch. Respawn. Ist normal, nicht erschrecken. Man fällt hier für gewöhnlich runter, wenn man joint. Ja, zeig ich. Also, alles cool. Da kommt unser Zeug. Also wir sind auf jeden Fall noch sehr, sehr weit weg von der Base. Deswegen, erstmal stellen wir jetzt hier kurz einen Jenny hin. Machen ein Kabel hin. Machen ein Outlet hin. So, dann packen wir erstmal alles hier rein. Ersatzflak. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal den ganzen Spam von dem wegsprengen. Dann schauen wir weiter. Okay, 3 C4 reicht schon. Habe ich vorhin ein bisschen gewastet, aber ist okay. Hier wäre eigentlich vorteilhaft, wenn wir einen Petri haben hätten. Weil die Wyvern ist halt einfach viel zu fett. Mit der zu navigieren ist halt Arsch. Aber machen wir jetzt trotzdem. Bisschen spammen. Ah, nicht schlecht. So, wo ist denn hier maximale Höhe? Da. Genau, hier kann man nichts lesen, aber hier geht. Close to Enemy Foundation or Gate. Wir müssen, guck mal, wenn wir da hinkommen, wo diese 2 Foundations stehen, seht ihr die da links? Dann haben wir einen perfekten Winkel, würde ich sagen. Also dann können wir uns an die Base ranbauen. Deshalb, Wyvern, mach mal kurz nochmal eine Landung hier, Kumpel. Die da unten ignorieren wir einfach. Ich glaube, die sind nicht so wichtig. Kommen wir da ran,
Nee, das ist locker Turret Range. 10er. Dann wird's der Rocket Launcher machen. Sehr gut. Die ist weg. Ich bin mir unsicher, ob ich da, wo ich jetzt sprenge, die ganze Zeit mit den Grabbles hinkomme. Oder ob ich dann in Turret Range bin. Okay, also, wir machen uns wieder hier fest. Das war ein bisschen weit diesmal. Ich will mal nur gucken, wenn wir jetzt soaken, wie wir das machen. Also, unsere Cliff würde an dieser Ecke stehen. Wie viele Turrets hatten der da genau? Okay, also die sind auf jeden Fall interessant. Also es geht, so viele Turrets hat er am ehesten sein nicht. Also hier unten hat er, guck mal, er hat ein Tech Turret hier, ein Heavy da, noch ein Heavy. Tech Turret, Heavy, also 4 pro Headframe, hier sind es 3. Geht. So fett ist das nicht. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass er Unmengen... Ah, guck mal hier. Has Battery, der hat Battery Turrets, der hat da eine Batterie drin. Der hat auf jeden Fall einiges an Munition, das kann ich mir denken. Der hat richtig viel Muni safe einstecken. Aber das ist ja okay. Oh mein Gott, ich dachte gerade, was ist das für ein blauer Partikel? Aber das war wahrscheinlich ein Blitz. Alter. Erschrocken. Guck mal, was auch cool ist. Die Wyvern hat so einen Effekt über dem Kopf, seht ihr das? Das ist mir noch nie aufgefallen. Dass so Partikel über ihr schwirren wegen, wisst ihr, so Tropical Wyvern mäßig. Das sieht richtig geil aus. Das habe ich früher noch nie gesehen. Ich frage mich, ob das neu ist. Na, mein Feiner. Ah, oh, der ist so süß. Schau dir da nicht an. Ja, ne? Kumpel. Jawohl. Okay. Das müsste jetzt gereicht haben, hoffentlich. Was Dings angeht. Until now, counter snap point. Ah, guck mal hier, wir können hier jetzt setzen. Ah, wir kommen dem Spektakel schon näher. Genau, wir müssen hier hin und hier die Cliff irgendwo hinzimmern. Okay, perfekt. Dann lass jetzt schnell zurück. Jetzt wird halt ein bisschen was Riskantes passieren. Wir müssen jetzt alles aufheben. Auch die Turrets. Auch die Wyvern. Und alles im Infarben. Und weinen. Das wird schon. Also, Turret. Pick up. Zack. Pick up. Gut, das auf jeden Fall mitnehmen. Das ist wichtig. Das auch mitnehmen. Und am besten auf der Wyvern stehen. Ja. Sehr gut. Die Wyvern müssen wir jetzt irgendwo parken. Kann man hier stehen mit der? Nee, wo konnte die denn stehen nochmal? Du bleibst hier, Kumpel. Machst keine Faxen. Und ich bin gleich wieder da, okay? Danke. Oh shit, too close to Enemy Foundation. Nein! Laber nicht. Ehrlich? Das zählt schon als zu nah? Ah fuck, das zählt ja, glaube ich. Cliff ist ja so eine besondere Drecksplattform, ne? Hier geht's. Shit. Okay, das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Can't place on floor. Too close to Enemy Foundation or gate. Fuck. Hier wird's gehen. Das ist halt nicht im Ansatz nah genug dran. Aber wir bauen uns einfach eine Plattform. Das geht. Also alles cool. So, und da man unsere Cliff ja auch, wie den Typen, raiden kann, indem man sich halt einfach unter der versteckt, gibt es ja einen schönen Trick. Oder was ist Trick? So macht man das halt einfach. Stellt man hier Foundations hin und stellt auf diese Foundations die Turrets hin. Und dann ist euer Leben deutlich besser. Ja, oder man place sie so bescheuert an die Cliff dran. Aber wir wollen ja hier kein Bug-Abusing betreiben. Ah doch, da kann man sie eigentlich hinstellen. Ceilings. Jetzt wird es halt interessant, was wir hier machen. Wir werden uns jetzt so eine Art Weg hier bauen. Ich weiß, klingt bescheuert, aber es ist halt richtig. Ceiling. So. So. Ja. 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 Ah, sieht doch gar nicht mal schlecht aus. So. Eins. Okay, Leute, meine Aufnahme ist abgeschmiert. Ich weiß nicht, der Encoder ist überlastet gewesen. Leck mich doch.
Immer dasselbe Problem hier. Also, ich weiß nicht, bis wohin ihr gesehen habt, aber auf jeden Fall war der Stand der Dinge, dass wir uns jetzt hier vorgebaut haben. So, ne, hier geht's lang. Und hier ist die Plattform und hier drauf können wir unsere Stegos stellen. Holen wir den zweiten mal raus. Am besten gleich mal mit Kopf nach da gedreht. Oder mit Arsch nach da gedreht. So. So, und dann müssten wir jetzt anfangen können zu soaken. Ich wette, ich werde richtig geschreddert. Aber wir werden sehen. Ein Heavy soaken wir jetzt. Oh. Ich glaube, es ist leer. Ey, das ging voll. Doch nicht so viel Munition wie gedacht. 24, ja genau, das gibt nochmal ordentlich was. Geil. Wir können auch mit Passiv Heal arbeiten, ne? Also warte mal, wir schmeißen mal die Wyvern raus. Im Bre ziehen wir den Sattel auf. So. So, das Problem, was ich jetzt hier an dieser Geschichte gerade sehe, ist, weil hier keine Foundation steht. Wieso kann man denn hier nichts placen? Mein Gott, das wird immer geixt. Was soll der Mist? So, jetzt. Doch. Junge, es baut ein Turm aus Scheiße. So, der eine ist voll, der andere ist auch gleich voll. Aber wieder zwei zum Sokeln. Genau, wir müssen praktisch nur die eine Seite leer kriegen, in Anführungsstrichen. Und ja, vielleicht kann man auch alles leer soaken, weil ganz ehrlich, die Sicherheit halbe. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Im Notfall sprengen wir einfach die Cliff weg. Mit einem Rocket Launcher. Dauert zwar nur 300 Raketen, aber drauf geschissen. Passivheilung an. 79. Was hat der nochmal? 67, ne? Der hat einen Scheißsattel. Nimm mal den hier. Besser. Okay. Jetzt sind wir out of range von Dings her. Wir müssen uns gleich da noch vorarbeiten. Gehen wir mal schnell das. Nee, oh mein Gott, ich hab gedacht, es wäre runtergefallen. Jach mir doch nicht so einen Schrecken ein, du. Wir haben ja noch einen Stego, ne? Einen dritten. Den müssen wir auch gleich nochmal rausholen. So. Oder. Lol, ich bin auch lost. Wieso fliege ich den eigentlich runter? Das macht doch gar keinen Sinn. Kann den doch einfach hier lassen und selber wegfliegen. Also manchmal komme ich echt smart. Smarter Gamer. Egal. Fliegen wir schnell out of render. So. Du, mein Freund. Kommst du damit vor? Nein! Oh. Ja gut, ne? Wir fallen! Scheiße! Mein Gott, ich hab so gechoked. Das wollte ich nicht. Gott, Moment, wir wollen jetzt raus. Ja, war Absicht, Leute. War Absicht. Wollte ich doch. Wyvern raus. So, das wollte ich. Damit ich einfach mal kurz. Ich wollte nur kurz baden, ja? Weil das Dedom war ein bisschen dreckig. Hab das gesehen, so gerade am Hinterteil. Es hat ja gerade ziemlich viel ausgeschissen. Deswegen, ich wollte das immer mal, ne, so mit Lappen drüber einmal abwaschen. Also war mit Absicht, falls jemand fragt. So, Dedon, würdest du jetzt mal nicht runterfallen, bitte? Geht das? So, die sind ja eigentlich jetzt schon wieder voll, die beiden. Ist ja nett. So Leute, ich bin back. Mein Aufnahmeprogramm ist abgekackt, ihr habt es eben gesehen. Jetzt haben wir freie Schussbahn, was diesen Tower angeht. Den letzten wichtigen Tower. Mal pick-upen jetzt die Kanonen. So, jetzt müssen wir genau treffen. Ich hoffe, dass man die auch treffen kann. Also jetzt müssen wir den Headframe zerschießen und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Okay, das ist viel zu hoch. Aim down. Das trifft zwar, macht 50 Damage, ist aber scheiße. Das heißt, pick-upen. Wir gehen auf die Etage hier runter.
Leute! Digga, wer ist er denn? Chillt einer mit einer Desmo, ey. Da kann ich doch kotzen. Wo ist mein Kit? Warum kommt denn ausgerechnet jetzt einer, wenn ich schon fast fertig bin? Ich kotze ab. Ich habe doch so Feuergeräusche gehört. Dachte mir, what the hell, was passiert hier? Und dann chillt da einfach ein Dreckstyp mit einer Desmo, ey. Oh, ich kratze ab, wirklich. Die gehen mir so auf den Piss, die Leute hier. Wo ist der? Ja, der wartet jetzt wie so ein Keck, bis ich hier fertig bin. Vergiss es, mein Freund. Kannst vergessen. Ich werde jetzt einfach so lange hier warten, bis der wieder verschwindet. Weil das ist Crap. Das ist wirklich Arsch, was der Typ macht. Ich hätte meine Outlets weggeschossen, der Drecksack. Wo ist der Dude? Und wieso zur Hölle kann der sich eigentlich auf der Stelle... Habt ihr es gesehen? Der hat sich ja auf der Stelle einfach unsichtbar gemacht. Seit wann geht das? Das ist wieder so typisch des Modus, wirklich. Die größte Scheiße, die es auf diesem Planeten gibt. Leck mich am Arsch. Komm her. Da ist er. Mach eine Fliege, Junge. Ich brauch mal einen Netgun oder so. Ja. Was? Warum kommt ihr denn ausgerechnet jetzt? Wirklich? Ich bin seit gefühlt 3 Stunden hier. Versuche den irgendwie zu raiden. Wirklich wasted die Ressourcen des Jahrhunderts. Ich habe so viel Metal benutzt, Alter. Und jetzt kommt da dieser Typ und versucht es abzustauben. Mach dich ab, Junge. Aber wirklich jetzt. Mach dich ganz schnell ab. What the hell? Digga, dieser Desmond ist wirklich. Das kannst du keinem erzählen. Hau ab, Mann. Ja, so. Junge, Ribbon ist Hälfte down, hä? Hä? Bis 2 oder was? Ja, was du kannst, kann ich schon lange, Keule. Mit deinem Rumgeschnipper. Es sind mehrere. Oh mein Gott, geht mir das auf den Pilz. Das kann's doch nicht sein, wirklich. Wie viele Drecks-HP hat eigentlich seine Kack-Desmo? Will ich mal wissen jetzt. Ah ja, geht ja. Ja, wie blöd ich deinen Standort gemerkt habe. Ja, Jungs, könnt ihr vergessen. Ich werde mich jetzt hier nicht mehr bewegen. Könnt jetzt schön den Raid abwarten, weil ich werde den jetzt nicht mehr weitermachen. Ich wollte schon sagen, warum war das kein Hit? Tschüss. Tschüss. Da ist der andere. Ich habe halt keine Sniper-Muni gleich. Ich war halt nicht auf Snipen vorbereitet, so. Gott, wie ich das Modus hasse, Junge. Wer hat die ins Spiel gebracht? Das sind solche Kackdinger. Wer mag das freiwillig? Was versucht der kaputt zu machen? Ein Metal Flow oder was?
Junge, was ist denn das hier jetzt, Leute? Also, das könnt ihr mir nicht erzählen. Da wird jemand weit runterfallen. Ah, oder auch nicht. So, Digga, was will er eigentlich? Seiner Kack des Modus, Alter. Das ist die größte Scheiße, die es gibt, wirklich. Warum? Was zum... Okay, es reicht. Hä? Was haben die geschossen? Ich werd grad nicht schlau draus. Oder ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, fuck, er ist verrutscht. Ja! Schreddert ihn, Junge! Fisch dich! Er fällt! Yay! Geil! So, 295, 300, ja, nice, nice. Da haben sie auf die Fresse gekriegt. Da haben sie sich nämlich zu sehr in meine FOP reingetraut, ihr kleinen Rabauken. So, war hier noch irgendwas dabei? Was Geiles? Ja, neues Schild. Gut, sehr gut. Ja, glücklicherweise gibt es diese Kids, Alter. Wo bist du, mein Freund? Ah, da ist er doch. Adios, Muchacho. Hä? Aha, aber er hat verraten, wo sein Freund ist. Kekwe. LOL! Sag mal, Junge, wie viele kommen denn hier jetzt? Was ist das? Die sollen sich vom Acker machen. Oh, deren Wyvern ist aber scheiße. Den wird auf die Fresse kriegen. Hab schon, 2K. Fuck, ist out of render. Oder was versuchen die hier eigentlich? Also, what the hell? Ich kann doch sehen, wo er sich unsichtbar gemacht hat. Also, er will mit dem. Also, Treffen sind sie scheiße auf jeden Fall. Die sind nicht gut im Treffen. Aber ich genauso wenig. Komm, ich hier misse, Alter. Das gibt's nicht. Also, es sind jetzt mittlerweile 3 Leute, die mir auf Piss gehen. Und ich will einfach nur raiden. Lasst es! Weil sonst travel ich gleich ab, hol mir noch mehr Turrets und baue hier eine halbe Base auf. Dann kriegt's nämlich richtig Zoff. Das ist nämlich Mind Raid. Ich liebe den Sound von der Sniper, habe ich euch schon mal gesagt. Wie geil das klingt. Aha, Hit. Hit. Kommt der nächste mit seinem geflügelten Dinosaurier hier an, ey. Ich kann das nicht mehr. Ich muss mich eigentlich da verstecken, weil ich brauch Schuss. Schöner Hit. The Out of Render. Okay, ich muss sparen. Ich muss kurz mich mal hier reinlegen. Ich muss jetzt mal ganz schnell ein bisschen Stuff hier loswerden. Oh, 350%, Junge. Oh, wie geil. Her damit. Die Boots, die ziehe ich mir auch mal an, weil meine Boots sind ein bisschen im Ass. Das Ding ist halt, die Leute rennen halt jetzt hier teilweise mit Zeug rum. Yes. Ich wollte gerade sagen, habt ihr es gehört? Not you again. Komm. Ach, Junge. Ist auch weit geflogen. Und noch ein Hit. Schade. Ich war nicht vorbereitet, dass das jetzt ein PvP-Raid wird. Aber ich hab Bock. Es ist geil. Doch, es fuckt ab. Alter, was ist denn für Flack hier in den Kits drin, Junge? Es hat einfach 900 Dura-Set. What the hell? Ich bin komplett 900 Dura-capped. Das Problem ist jetzt so auch langsam die Turret-Munition, ne? Ich glaube, die geht mir auch langsam aus. Also die Hitbox von diesen Teilen ist aber auch wirklich eine Katastrophe. Ich habe da jetzt genau drauf gehalten. Wie kann das nicht treffen? Deine Death muss gleich tot, Junge. So sieht's nämlich aus. Adios, Muchacho.
So, noch ein Hit rein. Schön. Viel Spaß, dir eine neue zu suchen. Arsch. Ja gut, ne? Mission Raid hat sich jetzt nochmal verlängert. Um was weiß ich wie viel. Denn dieses Kack-Turret, ist dafür verantwortlich, dass, ja, Dinge passieren. Ah, perfekt. Den kann ich nicht treffen. Ich mache mir mal kurz einen Silencer drauf. So. Okay, ja, ich muss dieses Turret wegkriegen. Das ist das nächste Ziel. Problem ist, wenn ich ein Turret wegschießen muss, muss ich wirklich sehr, sehr viel Munition, also sehr viel Kanonenkugeln dafür wasten. Und ich glaube nicht, dass ich die noch craften kann. Ich könnte halt probieren, den Headframe abzuschießen. Das wäre eine noch eine andere Idee. Ja, weil was anderes bringt nichts. Oh Mann, das fuckt doch ab hier. Kannst ja nicht mal Ruhe raiden, ne? Das ist wirklich eine Kacke, das ist wirklich eine Frechheit. So. Aim left, aim up. Ja, ne, wird vorbeischießen. Sehe ich jetzt schon. Sag mal, was. Oh, jetzt steht da mit der neuen Desmo da, sag mal. Fuckt's oder was? Ha! Die ist ja genauso schnell tot! Was für eine Kacke, Junge. Er hat sich jetzt rangegrabbelt da. Den aber noch. Scheiße, da komme ich nicht dran. Da kommt noch eine Desmo, sag mal. Also langsam reicht's, Leute. Also sorry jetzt, aber es ist genug. Ist echt genug. Ich hab die Schnauze voll. Lass das bitte. Ja, also deren Desmos sind Müll. Die sind Level 120, 130 gewesen. Ich weiß natürlich nicht, ob die gebreedet waren, aber... Ne? So. Kann mir an sich egal sein. Oh! Oh! Da ist der Cliff! Das kann doch nicht sein jetzt. Nee. Junge, hört auf. Ich kratz ab hier. Ich kratz wirklich ab. Das kann nicht sein. Ich baue da eine Cliff auf. Ich kratz ab, wirklich. Ich kratz gerade ab gerade. Warte, warte, flack, flack, flack. Shield. Ich muss da eigentlich rüber. Kann da ein riskierende Dings machen, aber... Als ob das was bringt. Komm, ich mach's. Besser. Ich hab einen. Mit Cryo. Als ob der nicht gestorben ist, hä? What the fuck? Ah, das ist lächerlich. Also, sorry. Das ist so lame, Alter. Das ist so lame. Das ist so lame. Wirklich jetzt. Das ist so unfassbar lame. Jetzt haben die dann Turret stehen. Ich kratze hier noch ab, wirklich. Bruder, was ist denn hier los? Ich möchte diese Base raiden. Ihr habt hier keinen Zugriff, hallo? Ihr habt nicht mal die Erlaubnis, ihr habt gar nichts. Ihr habt einen Arschtritt verdient. Was ist das? Warum dürfen die jetzt hier... Dürfen nicht counter raiden. Ich hab's dir nicht erlaubt. Punkt. Jetzt hat er wieder einen an. Fall, 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 Fall. Perfekt, Dankeschön, Leute. So, dann machen wir jetzt nämlich folgendes. Generator. Jenny Manny. Jason. Gasoline. Nein. Foundation. Wall. Ceiling. Wall. Wie heißt das Ding? Cable. Outlet. Foundation. Ich hole mir noch eine kleine Box noch. Zack. Die stellen wir nämlich einfach davor. Dann können die da... Das ist aber so eine blöde, die snappt. Machen wir es halt so. Zack. Ist er wieder hochgeflogen inzwischen?
Ah ja, da steht einer. Moin, Chef. Ach, die machen sogar mit Cliff nach oben verfrachten. Wir wollten eine Erhöhung, ja, das kriegen wir hin. Warte mal. Kann doch nicht jede Menge craften. Ach, das ist doch gar kein Problem. Machen wir die nächste Cliff-Plattform. Ich komme euch näher. Wollt ihr das? Ich komme zu euch. Gar kein Problem. Moment. Wie war's gerade? So, mit Erhöhung, ne? Also wir müssen hier noch ein Stück hochkommen. Das geht ja. Ist das gegnerische Foundation? Oder ist das meine? Das soll meine sein, oder? Das soll meine Foundation. Ja, ja, das ist meine Foundation. Alles klar. Wo auch immer das zu nah am gegnerischen Dings ist. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir keine Netgun. Ja, Junge, übertreib mal jetzt nicht hier. Also, jetzt reicht's aber auch. Fuck. Wo ist denn der? Ist hier unter mir. Ich muss runter. Heule! Kannst du mal aufhören jetzt? Oh oh. Ich hab ein Problem. Fuck. Fuck! Ich hab verkackt. Ich hab kein Tame. Scheiße. Ich hab ein dickes Problem. Ich hab kein Tame. Ich kratze hier ab, wirklich. Ich kratze hier ab. Okay. Ich hoffe, die haben das nicht mitgekriegt. Das wird jetzt ein schnelles Manöver. Hin und runter. Ich nehme mir noch eine Hatchet mit. Habe ich nicht. Okay, 3, 2, 1, go oder so. Runter. Schnell, 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 schnell. Ich hab alles. Und wieder hoch. Sehr gut. Nein, nein, nein. Ja, das ist das Problem jetzt. Ich krieg hier... Gehe ich halt wieder runter. Fertig. Ich darf mein Bloody nicht verlieren. Das ist mit Abstand die beste Travel-Option, die ich habe. Das ist das Problem. Dahin. Ja, deine Mom, Junge. Halt die Klappe. Habe ihn, weil ich einfach ein guter Gamer bin. So. Den Bloodsucker, den lege ich mir jetzt auch nicht mehr ins, auch nicht mehr aus dem Inventar. So. Ja, kann nicht mehr reden. Steht auf seinem Pimmel Stego drauf und schießt da wie so ein Heck. Oh mein Gott! What the fuck? Wahrscheinlich hat er. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Die Turrets waren weg, ich hab's nicht gesehen. Das kann doch nicht sein! Radzocker, stopp! Kann das sein, Alter? Hä? Oh mein Gott, sucht euch ein Leben! Wo ist denn meine Cliff, Alter? Da. Ja, oh mein Gott, Digga, guckt euch das mal an. Nein, fertig, stopp. Ja, ich hab ihn, okay. Ich muss an den Vault dran. Der Vault ist weg, Digi.
fucken die mich. Ah ne, der Volt steht da, der Volt steht da. Er ist gedroppt, weil es ein guter Volt ist, Junge. Wir nehmen alles und ich zieh ab, glaube ich. Ja, Junge, fuck mich nicht ab, unnötig, wirklich. Kannst du keinem erzählen. Ich glaube, ich zieh ab, Leute. Das macht keinen Sinn hier. Ich kann nicht raiden. Die Leute gehen mir hier zu sehr auf Piss. Da muss ich leider den Rückzug antreten. Es sind halt auch wieder vier oder drei oder drei oder vier, keine Ahnung. Was weiß ich, wie viele es sind. Aber ich gönne denen hier gar nichts. Nicht ein Stück, Alter. Ich muss nur am besten mal an meine Dings drankommen. An meine... an meinen einen Bag, wo meine Sachen drin sind. Oder habe ich alles? Nee, ich habe die Smithy nicht. Die Smithy war eigentlich das Krasse. Weil da auch noch ganz viel Zement und so drin ist. Was wiegt denn so viel hier? Ich muss mal nach Gewicht sortieren. Wait. Ja, das ist kein Mensch. Kein Mensch. Kannst du keinem erzählen, was die hier für einen Aufwand betreiben. Das gibt's nicht. Guckt euch das mal bitte an. Was ist mit denen? Ich habe keine Grapples mehr gleich. Fuck. Ich hab alles Wichtige bei mir. Also wenn ich nicht sterbe, ist alles gut. Ich habe auch das Zement gelootet. Guckt mal, wie viel Zement hier drin war. Ich habe da jetzt noch zwar Metal drin, aber Metal juckt nicht. Metal juckt nicht, juckt nicht, juckt nicht, juckt nicht. Was? Als ob der Quetz nicht gehittet wurde. Laber kein Scheiß. Hä? Das war ein Hit, oder? Habe ich mir das gerade eingebildet. So, ich nehme mal die Hälfte aus jeder Muni raus. Ich brauche den Stego, das ist das Problem. Ich brauche den. Ja, ihr Kackmate fliegt da wieder. Ich muss rüber zum Stego und den Cryon. Ihn. Ja, da liegt C4. Habe ich es mir doch gedacht. Denkt auch, ich sehe das nicht, oder? Like, what the fuck? Ja, jetzt hat er schnell versucht zu zünden, aber ich bin ja schon weg. Wie blöd. Und tschüss, Absturz. Weg weh, da ist der Hamsti am Netten. Tüdelü. Kann ich mal wieder den Kack-Stego netten jetzt? Danke. Kack! Go away! Da ist dein Mate wieder. Hallo. Keine Hose mehr an. Bitte lass mich ihn töten. Ja, Digga. Oh, wichtig! Wichtig! Hol ich mir die Leiche? Ist die Frage? Ich geh auf die Leiche, komm. Oh, das war dumm. Die sind ja da unten. Oh, das war dumm. Ich meine, Abflug jetzt reicht. Kein Bock mehr. Ist genug. Die fucken mich zu sehr ab, die Typen. Da, die kommen. Das ist ein Mehrwing-Spieler. Ich kratz ab. Ich kratz echt ab. Er ist weg. Kann ich travel? Nee, ich suche mir einen anderen. Ich suche mir einen anderen. Ich bin zu risky. Mm-mm. Mm-mm. Ich suche mir einen anderen. Ja, Leute, schade. Ich hätte die gerne fertig geradet, aber ihr seht's ja, ist nicht möglich. Die haben zu sehr gegeiert auf Dings, auf den Raid. Aber muss ich mich jetzt nicht abrackern. Ich habe Turrets von meinem Kit gewastet. Oh mein Gott, Digga, da war eine Fob. Alter, du kleiner Wichser. Ich habe Turrets von dem Kit gewastet, das heißt, wenn ich die jetzt verliere, alles gut. Das ist nichts Schlimmes. Und ich habe meine ganzen Kits mitgenommen, fertig. Ich habe denen da nichts gelassen. Ich habe meine Stegos, ich habe mein Dedon, fertig und weg. Einfach weg. Weil das ist es nicht wert. Weiter hätte ich nicht machen können, so. Kein Bock mehr jetzt. Ja, Leute, das war's aber mit dieser Season. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und schreibt was Nettes in die Kommentare. Ja, nach dem Raid habe ich mich zurückgezogen, habe alles Wichtige in meiner Base gelassen und habe dann am Ende der Woche auf einem neuen Server, und zwar MTS, angefangen. Das heißt, meine Base stand noch da,
wurde nicht gefunden und nicht geradet. Und somit habe ich den Gato-Berg, wie man ihn auch nennen mag, dominiert, weil derjenige, der auf der Spitze sitzt, ist immer der Chef, das müsst ihr wissen. Damit habe ich erfolgreich meine Mission beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Während ihr das Ganze schaut, bin ich auf der Cactus-Messe unterwegs. Ja, und schaue, was so abgeht. Falls ihr das Ganze verfolgen wollt, schaut gerne mal auf Insta vorbei. Vielleicht poste ich da was. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Und ja, ich wünsche euch noch was. Hab euch lieb. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.